Waren Sie im Club? Eine Katastrophe. Einfach unglaublich. Watson, mein lieber Freund. Das ist ja fantastisch. Sie sehen ja aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ein Geist? Herr Brandy, das, was ich jetzt brauche, ist Brandy. Hier. Oh, danke. Wer hat Sie denn geschlagen? Nun, Sie haben es ja schon gesagt, es war ein Geist. Und ohne jegliche Vorwarnung hat er mich in die Augen geschlagen. Aber Watson, beruhigen Sie sich doch. Ich glaube, Sie brauchen noch einen. Danke. Und jetzt noch mal von vorn. Wer hat Sie geschlagen? Ich schwör's bei meiner Ehre. Hubs, es war ein Geist, ein Geist. Hä? Könnte es sein, dass Sie Kopfschmerzen haben? Sie finden das vielleicht witzig, aber lassen Sie mich die Geschichte von Anfang an erzählen. Ja, bitte tun Sie das und beginnen Sie von ganz vorn. Ja, in Ordnung. Ich war auf dem Heimweg vom Club und es war ungefähr 8 Uhr. Ich ging durch die Spencer Street und befand mich gegenüber vom Tabakladen. Ja, ich weiß schon. Fahren Sie fort, Watson. Was ist dann geschehen? Also, ich sah einen Mann, der die Hand an seine Brust hielt. Kam der Mann auf Sie zu? Woher wissen Sie das? Wenn der Mann eine Herzattacke hatte, ist er vielleicht gestolpert. Ja, natürlich, das klingt logisch. Ich bin natürlich sofort auf ihn zugerannt, um ihm zu helfen. Und dann murmelte er, dass er Schmerzen im Herz hätte. Und seine Adresse sei Hooper Street 19. Und er fragte, ob ich ihn dorthin bringen könnte. Waren sonst noch Menschen auf der Straße? Nein, die Straße war wie leergefegt. Gut, fahren Sie fort. Was soll ich sagen? Die Landlady war im Haus, aber er war schon bewusstlos. Ich trug ihn hoch in sein Zimmer und legte ihn aufs Bett. Und Holmes, er war tot. Hören Sie, das müssen Sie glauben. Holmes, er war wirklich mausetot. Sie wissen doch, dass ich mich bei sowas niemals irre. Oh, natürlich. Sie würden sich niemals irren. Doch was ist dann passiert? Ich wollte der Landlady sagen, dass sie die Polizei verständigen soll, aber das hatte sie schon. Sie gab ihnen auch meinen Namen für den Fall, dass sie mich als Zeugen brauchen. Und ich dachte, es wäre vielleicht besser zu gehen. Sie wissen schon, bei so einer schwierigen Familie. Ja, ganz richtig. Richtig, Watson. Eine subtile Situation. Hm. Wissen Sie vielleicht seinen Namen? Higgins. Albert Higgins. Aha, verstehe. Was machten Sie, nachdem Sie das Haus verließen? Ach, wissen Sie, es war ziemlich anstrengend, ihn da hochzuschleppen. Ich verließ das Haus und begab mich in den gegenüberliegenden Pub und trank ein Bier. Ja, und dann wollte ich so schnell wie möglich zurück in meine Wohnung. Und als ich um die Ecke in die Spencer Street einbog, da war... Higgins, Albert Higgins. Ja, er stand direkt vor mir. Er sah sehr gesund aus. Wir sahen uns kurz an, er holte aus und schlug zu. Und dann, jetzt hören Sie gut zu, Holmes, verschwand er. Er verschwand? Ja, er löste sich auf. Ich meine, er ist weggelaufen. Wissen Sie, die Straße war schlecht beleuchtet und ich brauchte ein bisschen, um wieder klar denken zu können. Ich kann nicht sagen, ob er weggelaufen ist. Auf jeden Fall ist er verschwunden. Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Mysteriös. Haben Sie mit diesem Geist geredet? Ich glaube, ich sagte, große Güte, Higgins, oder mein Gott, Higgins, oder sogar fröhliches Frohlocken im Himmel. Oh ja, das ist naheliegend, Watson. Beschreiben Sie mir Higgins einmal. Nun, er ist so um die 50, braunes Haar, von mittlerer Statur. Ist das schon alles? Hatte er keine besonderen Merkmale? Also wirklich, Holmes, die einzige Chance, auf besondere Merkmale zu achten, war, als er im Bett lag und schon tot war. Was trug er für eine Kleidung? Einen grünen Tweedanzug. Was? Er trug nur einen grünen Tweedanzug? Bei so einem Wetter trug er nicht mehr? Oh nein, er trug einen absolut schlottrigen Hut und einen langen Mantel. Aha. Oh, und da war noch was. Jetzt fällt es mir wieder ein, er humpelte. Aha, ging er an einem Stock? Nein, kein Stock. War da noch irgendwas, Watson? Denken Sie nach. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Was? Ja, genau. Als wir uns das zweite Mal über den Weg liefen, trug er ein Paket bei sich. Und beim ersten Mal hatte er keins dabei. Ah, das ist eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Wo gehen Sie hin, Holmes? Nicht ich allein, wir gehen. Ich bin nicht in der Lage, das Haus zu verlassen. Wir holen ein Stück rohes Fleisch, damit Ihr Pfeilchen am Auge schneller verheilt. Und dann was? Dann werden wir unser Bestes geben, um den aufmüpfigen Geist von Albert Higgins zu überführen. Eine faszinierende Idee, finden Sie nicht? Diese nervenaufreibende Geschichte hat mich total aus der Fassung gebracht. Oh, ich bin in der Tat ein wenig echauffiert, um es gelinde auszudrücken. Der Besitzer dieses Schmuckstücks scheint einen extravaganten Charakter zu haben. Und er scheint ein Künstler zu sein. Aber er malt in letzter Zeit nicht viel. Man kann deutlich ein paar Farbflecken hier am Rand erkennen. Er benutzte dazu Ölfarbe, würde ich sagen. Also, sieh mal an. Wer sind Sie denn? Und was suchen Sie in Mr. Alberts Zimmer? Guten Abend, Mrs. Blake. Sie erinnern sich an mich, Dr. Watson? Sie sind der Mann, der Albert herbrachte? Ja, genau. Und wer ist der Gentleman dort? Das ist Mr. Sherlock Holmes. Mrs. Maggie Blake, die Landlady.
Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Oh, der arme alte Albert. Er hat das Leben ja so genossen, der liebe Albert. Er wollte bestimmt nicht auf diese Art dahin scheiden. Ja, wer von uns stirbt schon gern? Ich war in der Stammkneipe und gönnte mir ein Schlückchen und trauerte um den armen alten Albert. Er wünschte sich einen Abschied, der seiner würdig gewesen wäre, mit Bier und Gin in seiner Stammkneipe. Ja, das glaube ich, Madam. Der Körper wurde von der Polizei schon entfernt, wie ich sehe. Oh, der arme alte Albert. Aufgebahrt. Nicht doch, Lady. Haben Sie eigentlich schon seine Angehörigen verständigt, Mrs. Blake? Nein, er war ganz alleine. Er hatte niemanden. Oh, ich verstehe. Wo arbeitete denn Mr. Albert Higgins? Im Pembroke Museum. Das ist ganz in der Nähe der Spencer Street. Es ist ein Bildermuseum. Albert war dort als Tageswächter angestellt. Er war Tageswächter, sagen Sie. Und seine Arbeitszeiten, wissen Sie die? Von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Pünktlich wie ein Uhrwerk. Albert war niemals eine Sekunde zu spät. Der arme Albert. Mr. Higgins kam also immer ein paar Minuten nach 9 aus dem Museum zurück. Ja, genau. Und dann bereitete er sein Essen zu. Alberts Kochkünste waren exzellent. Entschuldigen Sie die Frage, aber sind Sie sich sicher, dass es erst kurz nach 8 war, als er seine Arbeit beendete? Denn es war schon kurz nach 8, als ich Albert traf und dann hierher brachte. Oh nein, Doktor, es war kurz nach 9. Ich habe mir die Zeit seines Heimkommens genau gemerkt, Mister. Ich besorgte ihm ein Beefsteak. Er kam jeden Abend erst kurz nach 9 zurück. Jetzt kann er das Fleisch nicht mehr essen, der arme Albert. Woher haben Sie denn das Veilchen? Hm? Oh nein, es ist nicht das, was Sie denken. Ich bin nur gegen eine Tür gerannt. Oh, diese Art Türen scheinen Ihnen ja vertraut zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Madam, wirklich? Wie können Sie es sagen? Ich denke, wir haben alle Informationen, die wir brauchen, Watson. Danke, Madam. Wir werden Sie jetzt nicht weiter belästigen. Der arme alte Albert. Das war ja unglaublich peinlich wegen dieses Auges, Holmes. Haben Sie gehört, was sie gesagt hat? Eine schlimme Situation und sie irrt sich bezüglich der Zeit. Ich weiß genau, es war erst kurz nach 8. Es ist nur ein Katzensprung von der Spencer Street. Ja, manchmal stellt uns die Zeit vor Rätsel, Watson. Menschliche Interpretationen und Denkweisen können die Zeiger einer Uhr spielend leicht verstellen. Und das, obwohl die Uhr perfekt funktioniert. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir besuchen die sterblichen Überreste des armen Albert Higgins. Sehen Sie doch, Mr. Holmes, wie friedlich die Leiche daliegt. Armer Kerl. Fällt Ihnen was auf? Nein, nichts, was ich nicht schon längst wüsste. Außer die voreilige Schlussfolgerung bezüglich des Hutes. Er hat neulich mal gemalt, aber nicht im Freien und ohne Hut am Kopf. Man kann deutlich die frische Farbe unter seinen Fingernägeln erkennen. Was hat das zu bedeuten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie sind nicht die Einzigen, die sich für diesen Dahingeblichenen interessieren. Inspektor Lestrade von Scotland Yard hat ihn auch schon begutachtet. Oh, tatsächlich? Oh, er ist noch hier. Sie können mit ihm reden. Oh, das wäre sicher sehr informativ für ihn und mich oder für beide. Ich kann das nicht verstehen, Holmes. Ich bin absolut sicher, dass dieser Mann mir ins Gesicht geboxt hat. Und dieser Mann hatte auch den Herzinfarkt? Ja, ich bin überzeugt, das ist er. Das war wohl das Letzte, was er geschlagen hat. Da, wo er jetzt ist, wird vermutlich er geschlagen. Mit Mistgabeln und Sicheln. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug gehört. Würden Sie bitte Inspektor Lestrade sagen, dass wir hier sind? Ah, hallo, Inspektor. Ah, Holmes. Ich bin nicht überrascht, Sie hier anzutreffen. Das ist leider ein Fall, der gänzlich unmysteriös ist. Und wieso, lieber Inspektor Lestrade, sind Sie hier? Also, als er hergebracht wurde, erkannte man ihn als den stadtbekannten Albert Higgins. Ich kam nur her, um ihn zu identifizieren. Er war schon mal im Gefängnis. Wir kennen diesen Mann. Weshalb saß er denn hinter Gittern? Er druckte Falschgeld. Er machte die besten Pfundnoten der ganzen Welt. Ja, er war ein wahrer Künstler. Lestrade, und es gibt keine Zweifel bezüglich der Todesursache? Oh nein, Holmes. Es war Herzinfarkt, kein faules Spiel. Ich hörte, Sie trafen ihn kurz vor seinem Ableben? Ja, ich war dabei, als er den Anfall hatte und brachte ihn heim. Sie konnten nichts für ihn tun, nehme ich an. Nein, gar nichts. Er war schon tot, bevor ich die Chance dazu hatte. Ach, übrigens, wann wurde er eingeliefert? Oh, da muss ich nachsehen. Ich glaube, das müsste so um... Ah ja, hier steht's. Es war 9:45. Higgins' Landlady informierte Wachtmeister Smithers genau um 9:30. Smithers brachte die Leiche innerhalb von Minuten weg. Inspektor, sind Sie sicher, dass es 9:30 und nicht um 7:30 war?
Nein, es war 9:30. Es steht hier in Smithers Bericht. Wieso? Oh, nein, nichts. War nur eine Frage. Sind Sie sicher, Lestrade, dass dieser Mann wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist? Oh, nein, da war nichts Mysteriöses, nichts Besonderes, Mr. Holmes. Was haben Sie da im Auge, Mr. Watson? Hm? Oh, ich bin nur gegen eine Tür gelaufen. Eine Tür? Das glaube ich Ihnen fast aufs Wort. War es denn eine hübsche Tür? Also wirklich, Lestrade? Keine Sorge, Watson. Ich werde es sicher niemandem erzählen. Ich fass es nicht. Wirklich, das ist eine intolerable Frechheit. Keiner glaubt mir. Wieso erzählen Sie ihm nicht die Wahrheit? Ich soll zugeben, dass mich ein Geist schlug? Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Wir sollten den Fall schon deswegen übernehmen, um Ihre Ehre und Reputation zu retten. Das ist intolerabel, Holmes. Absolut intolerabel. Ah, guten Abend, Watson. Ist irgendwas? Nein, nichts, gar nichts. Es ist alles okay. Ah, diese Geistergeschichte beschäftigt Sie wohl immer noch, hm? Aber nein, das wäre ja lächerlich. Na los jetzt, Watson, raus mit der Sprache. Also ich... Oh nein, es gibt nichts zu sagen, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ach, kommen Sie, Watson, Sie beschäftigt doch was. Oh, verdammt, Sie glauben es ja sowieso nicht. Keiner wird es mehr glauben. Was denn? Also schön, mir ist Albert Higgins heute in der Spencer Street über den Weg gelaufen. Und er prügelte sich schon wieder. Er zog an meiner Nase. Tatsächlich? Das ist wirklich interessant, Watson. Mein lieber Watson, regen Sie sich nicht auf. Hören Sie, Holmes, diese ganze Higgins-Affäre macht mir echt zu schaffen. Erst letzte Nacht und dann heute Abend. Hey, beruhigen Sie sich, Watson, und erzählen Sie. Vermutlich liegt die Lösung in dieser zweiten Begegnung. Eigentlich war alles genauso wie letzte Nacht. Ich war auf dem Heimweg vom Club und ging durch die Spencer Street. Dorthin sind es nur ein paar Minuten, es war also 9:45. Ich blieb länger als üblich im Club, weil mich der afghanische Botschafter in ein Gespräch verwickelte. Ja, schon gut, Watson. Fahren Sie mit der Geschichte fort. Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich immer noch echauffiert, denn diese Sache hatte mich psychisch mitgenommen, auch wenn man es mir nicht ansieht. Wie auch immer, ich ging die Straße runter, ich blickte hoch und da sah ich einen Fußgänger, einen Mann, ein paar Meter vor mir. Und er ging auf Sie zu. Oh ja, aber ich hatte ihn aus nachvollziehbaren Gründen nicht sofort erkannt. Na egal, ich versuchte ihm auszuweichen, aber dann wich er mir aus. Dann ging's ein paar Mal im Zickzack hin und her, Sie kennen das ja, und am Ende stießen wir zusammen. Spätestens da erkannten Sie Albert Higgins. Aber es war Higgins, ich kann mich unmöglich geirrt haben. Er ist mir inzwischen vertrauter als mein eigener Bruder. Und er hatte dasselbe an wie letzte Nacht? Ja, genau das Gleiche. Und was hat er dann gemacht? Was ich schon erzählt hatte, er streckte die Hand aus und ich muss das ja nicht wiederholen. Und dann war er wieder weg, er verschwand. Brillant, Watson, brillant. Das Bild fügt sich zusammen. Aber nur noch eine Frage, trug der das Paket bei sich? Warten Sie. Ja, ja, er trug es wie beim ersten Mal. Sagen Sie, Holmes, sagen Sie, glauben Sie vielleicht... Was? Ans Übersinnliche? An Geister, meinen Sie? Ich weiß, es klingt lächerlich, aber Higgins verstarb an Herzversagen. Es gab kein faules Spiel. Kein faules Spiel. Wir haben dieses Spielchen nur noch nicht entdeckt. Hören Sie zu, lieber Watson, ich war heute schon sehr fleißig. Wussten Sie, dass das Pembroke-Museum Bilder ausstellt, die gesponsert wurden von der italienischen Regierung? Die Sammlung beinhaltet auch Leonardo da Vincis Meisterwerk Die Moonlight Madonna. Ich habe was darüber in der Presse gelesen, aber was hat das mit Higgins zu tun? Nun, wir sollten mal den Inspektor aufklären und informieren, dass der Geist von Albert Higgins Ihnen ein Fallchen verpasst hat. Und mich an der Nase zog. Aber natürlich, das auch. Ich hätte niemals gedacht, dass die Moonlight Madonna aus dem Museum gestohlen wird. Was? Oh, das liegt doch auf der Hand. Aber natürlich. Alles klar. Danke. Ja. Wir werden bald mehr wissen, Mr. Holmes. Doch sollte sich herausstellen, dass der arme Kurator aus seinem Bett geholt wurde, obwohl das Bild an seinem Platz hängt,
dann haben Sie leider der Reputation von Scotland Yard keinen guten Dienst erwiesen. Und was ist mit meiner Reputation, Herr Inspektor? Wenn ich sage, der Mann starb kurz nach 8, dann starb er auch kurz nach 8 und nicht kurz nach 9. Und wenn ich Ihnen sage, der Geist schlug mir in die Augen eine halbe Stunde später, dann schlug er mich auch in die Augen. Wir haben alle mal einen schlechten Tag, Watson. Nun, Irren ist menschlich, würde ich sagen. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich heute Abend noch mal mit diesem Geist zusammengestoßen bin, Sie dann... Sie haben mir nichts über ein zweites Treffen erzählt. Oh, habe ich nicht? Ja, nun, vergessen Sie es. Sie leiden höchstwahrscheinlich an Halluzinationen, Dr. Watson. Das ist, psychologisch. Viele Dinge lassen sich psychologisch erklären. Ich habe das studiert, wissen Sie? Sie erstaunen mich, Inspektor. Oh, ich bin nicht so altmodisch, wie Sie denken, Holmes. Und man sollte immer am Puls der Zeit dranbleiben. Aber ich muss zugeben, dass die Psychologie wahrscheinlich keine große Zukunft hat. Ah, kommen Sie rein. Ah, Hawkins, haben Sie mit dem Kurator gesprochen? Oh ja, Sir. Ich rief Mr. Bentham an, wie vereinbart. Er fiel wie aus allen Wolken, als ich ihm sagte, dass die Moonlight Madonna vielleicht gestohlen wurde. Und? Dann rannten wir beide sofort ins Museum. Und? Was soll ich sagen? Das Bild ist dort. Es hängt genau an seinem Platz. Mhm. Gute Nacht, Sir. Was sagen Sie jetzt, Holmes? Wie schon zu Dr. Watson sagte, Irren ist halt menschlich. Kann ich die Gentlemen irgendwo hinfahren? Danke, Inspektor. Oh, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn Sie uns beim Pembroke-Museum rauslassen. Das liegt ohnehin am Weg. Aber Sie hörten doch, was Hawkins sagte. Das Bild hängt genau an seinem Platz. Mein Gott, Lestrade. Hawkins' Statement ist kein Beweis. Was er und der Kurator sahen, war nicht die Moonlight-Madonna, sondern... nur eine Fälschung dieses Werkes. Wovon spricht er überhaupt? Kunst, Geister, mein blaues Auge und Psychologie. Bemerkenswert, bemerkenswert. Nur eine mikroskopische Untersuchung der Pinselstriche zeigt den Unterschied zu Da Vincis Werk. Wenn Sie dennoch daran zweifeln, würde eine chemische Analyse sofort beweisen, dass hier moderne Farben verwendet wurden. Nein, 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 Sie haben mich überzeugt, Mr. Holmes. Eine Analyse ist nicht nötig. Das ist nicht zu fassen. So eine Katastrophe. Eine delikate Situation, nicht? Ja, delikat. Die italienische Regierung wird die britische dafür verantwortlich machen, denn das Bild ist ein italienischer Nationalschatz. Das könnte die guten Beziehungen unserer beiden Länder belasten. Oh, Mr. Holmes, Sie müssen das Original finden, bevor die Italiener erfahren, dass es gestohlen wurde. Die britische Regierung macht mich dafür verantwortlich. Und Scotland Yard macht mich dafür verantwortlich. Und ausgerechnet das wertvollste Werk. Ja, natürlich. Wir wissen, jemand stahl das Bild und übergab eine Fälschung an Higgins. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo der Täter das Original versteckt hat. Wie spät war es, als Sie das Museum verließen, Mr. Bentham? Das muss kurz nach 9 gewesen sein. Higgins war da noch im Dienst. Sind Sie ganz sicher, dass es Higgins war? Ja, sicher, Mr. Holmes. Ich unterhielt mich mit ihm ein paar Minuten und es war hundertprozentig seine Stimme. Und der Nachtwächter löste ihn um 9 ab. Haben Sie ihn das sagen hören, Mr. Holmes? Und er trug ein Paket bei sich, als er das Haus verließ. Der Nachtwächter schwört bei der Seele seiner seligen Mutter, dass es Higgins war, der ihn ablöste. Aus meiner Sicht passt doch alles irgendwie zusammen. Dr. Watson wurde von Higgins angeblich kurz nach 9 geschlagen. Der Nachtwächter sah, wie Albert um 9 das Haus verließ und Sie haben mit ihm kurz vor 9 geredet. Hören Sie, Holmes, wieso gehen Sie und Dr. Watson nicht einfach nach Hause und ruhen sich aus? Denn ab jetzt ist es nur noch absolut schlichte, routinierte, simple Polizeiarbeit. Sie können Ihre Lupe diesmal getrost stecken lassen. Ah, Sie haben recht. Sicher, Inspektor. Also, guten Abend, Gentlemen. War mir ein Vergnügen. Gute Nacht. Ich werde da noch mal einen Blick drauf werfen. Ist das nicht schrecklich, Inspektor? Ganz furchtbar, Inspektor, furchtbar. Was sollen wir jetzt tun? Ein interessanter Fall, nicht wahr, Watson? Es ist mir egal, was andere sagen. Es war kurz nach 8, als mich Higgins ins Gesicht schlug. Higgins schlug während eines Herzanfalls zu. Klingt das nicht unlogisch? Was weiß denn ich, Holmes?
Wahrscheinlich ist es so, dass es Higgins war, der mich schlug und sein Geist diesen Herzanfall hatte. Kommen Sie jetzt, Watson. Mr. Holmes, können Sie mir sagen, warum wir hier einbrechen? Psst, nur flüstern. Ich hab doch geflüstert. Oh Gott! Seien Sie doch leise, Watson. Wir brechen hier ins Museum ein. Wir kriegen Ärger, Holmes. Also wirklich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier, halten Sie das. Holmes, das ist schierer Vandalismus. Ja, steckt nicht in jedem von uns ein kleiner Vandale? Holmes, was haben Sie denn vor? Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das absolut illegal ist, was Sie da machen. Ihr Übereifer geht mit Ihnen durch. Ich bin schockiert. Ha, habe ich's mir doch gedacht. Schauen Sie, Watson. Grundgütiger, die Moonlight Madonna. Ja, die echte. Was für ein einfacher Trick, das Original unter einem anderen Bild zu verstecken. Wie sind Sie nur darauf gekommen? Ich habe mir nur überlegt, wo ich ein gestohlenes Bild versteckt hätte. Aha. Holmes, sind Sie übergeschnappt? Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir nur warten. Und ganz bestimmt nicht lange, das schwöre ich. Mr. Holmes, Dr. Watson, was hat das zu bedeuten? Watson, kennen Sie denn schon Mr. Bantam? Er fungiert als Kurator des Pembroke Museums. Erlauben Sie mir, Watson, Ihnen den Bilderdieb vorzustellen? Charmant, Dr. Watson. Ich bin entzückt, Sir. Was soll denn das alles? Ich sehe, Sie entdeckten mein kleines Versteck, Mr. Holmes. Ich bin neugierig. Wie kamen Sie denn darauf, dass ich der Dieb bin und nicht Mr. Higgins? Wissen Sie, ich habe Dr. Watson von Anfang an geglaubt. Wenn er kurz nach 8 gestorben ist, dann begegnete ihm nach 9 wohl jemand anders. Aber es war Higgins, der mich da schlug, Holmes. Das ist nicht sicher, Watson. Er trug einen schlottrigen Hut vorm Gesicht und einen dunklen Mantel. Sie sahen nur seine Silhouette in einer kaum beleuchteten Straße. Sie waren das Opfer einer psychologischen Täuschung, würde der Inspektor sagen. Ja, aber auch der Nachtwächter war Opfer dieser Illusion. Da ist aber noch die Landlady. Wie viel haben Sie der Lady bezahlt, dass sie ihre Zeitangabe verändert, Mr. Bantam? Oh, nicht so viel, Mr. Holmes. Woher wussten Sie, dass ich es war? Dr. Watson und dieser Nachtwächter, beide identifizierten Higgins um 9 Uhr aus der Ferne. Nur Sie gaben vor, mit ihm gesprochen zu haben. Das bedeutet entweder, dass Sie lügen oder Dr. Watson von einem Geist verprügelt wurde. Ich glaube, die simplere Erklärung ist die richtige. Sie haben mich ja vollkommen durchschaut, lieber Mr. Holmes. Für jemand, der logisch und objektiv herangeht, ist das leicht. Ein Jammer, dass ein Verbrechen stets ein zweites nach sich zieht. Also, ich finde es wirklich bedauernswert, Mr. Holmes, dass Sie diese wertvolle Vase zerbrochen haben. Oh ja, ja, aber es ist nur eine Imitation. Unsinn, Sie können mir doch nicht erzählen, dass diese Vase hier eine Imitation ist. Vielleicht kann man ja die Teile wieder... Gut gemacht, Watson, gut gemacht. Hören Sie, Holmes, war es denn notwendig, uns in so eine knifflige Situation zu bringen? Oh, mein Lieber, ich habe blindes Vertrauen in Ihre und meine Fähigkeiten, dass wir ohne bleibenden Schaden zu nehmen hier rauskommen. Ich würde vorschlagen, wir informieren jetzt den Inspektor. Ja, hier. Entschuldigen Sie. Eine Frage, Holmes. Bentham schlug mir in die Augen. Doch wer zog an meiner Nase? Tut mir leid, es war absolut unumgänglich. Ich musste mich ja verkleiden, Watson, um sicherzustellen, dass die Täuschung absolut perfekt ist. Sie? Ja, und dass ich Sie an der Nase gezogen habe, war leider nicht das Einzige. Ich habe Sie auch ganz schön zum Narren gehalten. Oh, ich fass es nicht.